Willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed. Ich bin Scream. Und wir sind, glaube ich, bei Desmond stehen geblieben. Wenn ich mich nicht täusche. Na, Lucy, sehen wir. Ich finde einfach keine Position für Ezio's ES. ES? Sagt mir mal jemand, was hier los ist? Sorry, Desmond. Edensplitter. Im Vatikan sprach Minerva von anderen Tempeln, dass sie der Schlüssel seien, um die Katastrophe zu verhindern, die der Erde droht. Ah. Richtig. Um den Tempel zu finden, müssen wir bestimmt Ezios Edenapfel in die Hände kriegen. Minerva hat ihn irgendwie verändert, als sie ihn berührte. Moment, die Auditore-Villa? Ja, unsere letzte Zuflucht in Italien. Anscheinend beobachten die Templer die Grenzen. Ezio hat den ES irgendwann 1507 versteckt, aber wenn ich die DNA-Sequenz laden will, scheint er sich an etwas anderes zu erinnern. Eine Erinnerung in der Erinnerung? Ja, exakt. Vielleicht. Exakt vielleicht? Ich glaube, ihr habt etwas Ähnliches bei Abstergo erlebt, oder? Subjekt 15 hatte Erinnerungen in der Erinnerung, aber sie war schwanger. Die Erinnerungen von Vater und Mutter des Fötus konkurrierten. Desmond ist nicht schwanger. Naja, glaube ich jedenfalls. Vielleicht nur zu viel gegessen. Kommst du an eine spätere Erinnerung? Nein, das geht nicht. Das kommt mir bekannt vor. Wir konnten nicht auf Altairs Erinnerungen zugreifen, bis Desmond seine Synchronität verbesserte. Dann kann es sein, dass uns hier etwas Ähnliches passiert ist. Ezios erbärmlicher Zustand überträgt sich auf Desmond und stört die Erinnerung. Entweder das, oder Rebecca hat's einfach nicht besser drauf. Danke, du Arsch. Was denn? Ich nenne doch nur mögliche Erklärungen. Und die ist noch die wahrscheinlichste. Gesessen? Hier ist es nicht sicher. Die Handyüberwachung kann glatt durch die Wände sehen. Du meinst Satellitenüberwachung? Machst du Witze? Abstergo hat längst auf Handymasten umgerüstet. Die Strahlen durchdringen alles Oberirdische. Sie werden uns finden. Werden sie nicht. Komm mit mir. Okay, wie unschwer zu erkennen ist, sind wir in der Auditore-Villa. Ein Balken blockiert es von innen. Hier kommen wir nicht rein. Was machen wir jetzt? Die Straße führt wieder auf den Highway. Wir sollten uns hier echt nicht unnötig aufhalten. Haben wir eine Plane? Wir müssen den Van abdecken. Ich will wirklich nicht nerven, ja? Aber uns läuft die Zeit davon. Na dann hilf uns, Sean. Hast du irgendeine Idee? Ich weiß nicht. Gibt es noch einen Weg in den Altarraum? Hey, ich glaube, ich hab was. Wie gesagt, wir sind in der Auditore-Villa. Und jetzt kommt ein Teil, wo wir endlich mal Desmond spielen. Also wo wir richtig Action mit Desmond haben. Desmond, das war ziemlich cool. Kam mir ganz normal vor. Hier lang kommen wir rein. Gut gemacht. Wir warten dann einfach hier oben, ja? So ganz allein. Mit Zielsuchern auf dem Rücken. Ja, schon eben. Ach, warum geht das nicht an? Ach, endlich raus aus dem Animus. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von schön. Lass mich raten, du bist mehr der um 6 ins Bett-Typ. Was? Desmond? Ich bin nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugend. Überzeugt. Okay, wenn wir die Welt gerettet haben, zeige ich's dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? Wir haben Licht. Schön. Jetzt sind wir wahrscheinlich unter der Auditore-Villa. Und wahrscheinlich müssen wir einen Eingang finden. Lauf! Verschwinde, bevor die Soldaten dich schnappen! Correte! Los! Sie flohen hier lang. Was? Ezio und die Einwohner. Nach dem Angriff, ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer.
Aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören? Wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay? Super, es klemmt. Ich pass durch. Bereit. Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ich suche mir einen anderen Weg. Also, das Spiel habe ich zwar schon durchgespielt, aber ich finde es einfach richtig gut. Von hier aus. Deswegen könnte ich es noch. Pass auf die Ratten auf. Wo? Ich dachte, drei, wenn du vier Mal siehst. Durchspielen, weil es einfach. Danke für deinen wertvollen Hinweis. Und wir suchen jetzt erstmal einen Weg. Desmond? Mehr Geister. Durch die Katakomben. Ich bin hier, ja? Bleib bei mir. Wo jetzt lang? Ach, wahrscheinlich da hoch. Ezio! Ist hier noch was zu. Nee. Also weiter. Wurdest du getroffen? Nein, ist Mutter wohl auf? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Und wenn du mir Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Und hoch hier. Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Gut gemacht. Stets zu Diensten. Wie alt sind diese Tunnel wohl? Mittelalter, schätze ich. Zum Glück halten die Balken unser Gewicht. Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Irgendwas wollte ich gerade sagen, aber ich hab's wieder vergessen. Autsch. So ein Mist. Rebecca hat sogar schon den Animus gemacht. Im Ernst? Nein. Und los geht's. Bereit. Im Ernst? Nein. Naja. Ich denke mal, wenn ich es vergessen habe, was ich sagen wollte, dann ist es nicht so wichtig. Als ich oder mir fällt es wieder ein. Als Ezio. Ja, ich meinte Ezio. Aber hören wir den beiden erst. Ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen, das war falsch. Hey, ganz im Ernst. Ich habe den Spaß meines Lebens. Und das verdanke ich dir. Mann, was wollte ich bloß sagen? Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Mit dem Ton, ich hoffe, das ist jetzt besser. In den ersten Teilen war es nicht so gut, aber... Seit wann ist das mein Job? Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Das Spiel ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt besser verstehen. Aber ich guck gleich nochmal. Da, ein Hebel! Wenn ich den Part hier fertig habe. Hier geht was auf. Also wie gesagt, ich kenne das Spiel, weil ich es schon einmal durchgespielt habe. Super. Und Ezio darf mit dadurch kenne ich schon die einen oder anderen Quinn im Klo. Den hier habe ich. Toll. Ich kann sie gar nicht runterfallen lassen. Und rein ins Wasser. Oh Mann, ist das kalt! Nicht jammern! Du hast leicht reden, du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake! Ja, ja, so ist es. Puh, ich stink! Du übertreibst! So, jetzt hier hoch. Denk dran, das ist der Spaß deines Lebens! Ja, ja! Na klar, der Spaß meines Lebens. Ich würde auch lieber
in irgendwelchen Tümpeln schwimmen. Bereit? Alles klar. Kram. Okay, lass los. Warum wirst du eigentlich nie nass? Charmant. Ja, ne. Ich hab dich. Ezio, wir sind auf der anderen Seite. Schnell! Und hoch hier. Und gleich ist wie die Folge zu Ende. Gott, rette mich! Ich lauf noch bis zur Brücke und... Super, die Brücke ist... Gucken uns das hier schnell noch an. Zu weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Okay, dann mache ich erstmal einen Schnitt. Bis dann und haut rein.